Moin, Supermarillos, mein Name ist Sodic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapse. So, und wir wollen jetzt hier noch den Rest an Monden suchen. Das heißt, bevor wir in die nächste Stadt gehen, wollen wir die hier noch fertig machen. Auch wenn es wohl Monde gibt, die wir jetzt noch nicht finden können. Gibt es aber Monde, die wir finden können und die wollen wir natürlich haben. Guck mal. Und hier hat man einen schönen Überblick. Hier ist doch da irgendwo auch glitzern. Ah. So. So, wir haben auch noch ein paar Münzen, die wir sehen. Also diese Währung hier. Und zwar gibt es zum Beispiel hier welche. Jo. Okay, wieder hoch. Das ist cool, dass es hier so einen Berg gibt. Von da aus kommt man überall hin. Was ist denn das für einer? Aus irgendeinem Grund kommen hier gar keine Kunden vorbei. Bitte kauf da etwas, ja, bitte. Gleich. Muss erstmal gucken. So, da hinten gibt es jetzt eine Aussichtsplattform. So, da ist diese Kiste. Da ist wieder der fiese Rabe. Der hat bestimmt auch, dieser Geier, der hat bestimmt auch noch was. Oh, meine Katze bringt mir den Flummi wieder vorbei. Was ist denn da mit dem Schmetterling? So, da müssen wir hin. Haben wir? Beeindruckend. Das haben wir alles uns schon geschnappt. Da läuft noch Plöre runter. Katze rastet aus. Also halt, wir müssen halt jetzt immer so ein bisschen hin und her fliegen. Was ist denn mit dem Schmetterling da, frage ich mich. So, was sehen wir denn von hier? Da steht noch ein Toad. Ist das der Tip-Toad? Ich könnte schwören, den Kapitän hier in der Gegend gesehen zu haben. Ja, den haben wir ja schon. Nee, oder? Mistvieh. So, da unten waren wir. Der Kapitän ist unten in der Höhle auf jeden Fall. Sonst sehe ich jetzt aber nichts unbedingt. Also von oben herunter zum Beispiel sehe ich jetzt nichts. Da ist er wieder. Aha. Super, haben wir den auch. Wir haben erst zwei Monde. Da unten ist die Tür, da waren wir schon drin. Wo ist denn der Papagei? Ich glaube, der sitzt eine Etage tiefer, ne? Der sitzt sich hier oben. Wir gehen mal hier ins Crazy Cap. Was da so drin ist. So. Oh cool, es gibt so einen coolen Anzug. Bitte? Oh, der macht das immer zu danach. So, mal was Leckeres trinken. So, kaufen wir uns das. Das passt auch gut zur Stadt nachher. Ganovenhut. So, hier, das können wir auch noch kaufen. Warum nicht? Super, mehr gibt's hier nicht. Was gibt's denn hier? Oh, das wäre natürlich noch geiler hier, das. Dann ziehen wir das Ganovenzeugs nachher an, in der neuen Stadt. Dann ziehen wir jetzt das hier an. Coole Sache. So ein Flieger-Outfit. Okay, 10 Münzen würden uns dann noch fehlen. Ein 4er und 2 Dreier. 10 Münzen. Wahrscheinlich sind die unten auf diesen Blöcken verteilt. Ah, cool.
Wahrscheinlich sind die Münzen unten auf diesen Blöcken verteilt, also diese Baumstumpfe, die da irgendwo in der Gegend rumstehen. Wie kommen wir da in den Käfig rein? Man muss das mit irgendwas in die Luft jagen, oder was? Irgendwie in die Luft jagen? Oh nein! Wo setzt er sich jetzt hin? Da oben drauf. Alles klar, da kommen wir hin. Obwohl wir so eigentlich auch ganz cool aussehen. Wahrscheinlich müssen wir das auch zwei, dreimal machen. Achso, warte mal. Jetzt wollte ich nach vorne weg. Da habe ich gedacht, okay, warte mal. Wir können ja gar nicht mit dem Hut werfen und dann ein bisschen länger in der Luft bleiben. Ich mache einfach denselben Fehler nochmal. Mein Gott, ich verliere hier mehr Münzen, als ich bekomme. Nein! Das wäre richtig gewesen. Oh, wie ärgerlich, ey. So, wir machen das runter. Und tschüss. Gibt dem jetzt einen Mond? Was ist mit der? Warte mal. Warum bin ich immer zu voreilig? Was ist mit dem Ding hier? Was bringt mir das? Wie komme ich da an den Mond ran? Bin ich denn jetzt? Wie kommt man da hinten an den Mond ran? Ah, guck mal, da sind noch Münzen. Ein Herz. Dann waren wir schon drin. Okay, das war das Vierer-Stack-Herzen. Wie komme ich da in den Mond in dem Käfig? Käfige gehen kaputt mit Bomben oder so. Geh nochmal nach oben. Ist der Papagei.
Hier ist nichts mehr. Da hinten ist noch irgendwas mit einem Schlüssel. Wo kriegt man denn hier einen Schlüssel her? Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Da ist er. Muss ich dann mit der Raupe hin wahrscheinlich. So, hallo. Okay, mit der Raupe. Es gibt ja immer doch mehr Dinge, als man anfangs vermutet, ne? Guck mal, wie lange wir jetzt hier schon dran sind. Aber wir haben jetzt hier drei Monde. Einer ist noch im Käfig, einen kriegen wir wahrscheinlich da bei dem Schlüssel oder vielleicht zwei. Und danach? Man weiß es nicht. Ah, einen kriegen wir dadurch. Dreh und wende dich. Können ihn ja hier mal fragen. Zwede zeigt mir den da in dem Käfig an. Ganz oben drauf. Drauf. Kommen Münzen raus nur? Warte mal, in den Baum, in den Baum, in den Baum, in den Baum. Warte mal, ich gehe mal darüber. Oder auch nicht den Baum? Sieht so aus. So aus, als wäre das im Baum. Jetzt könnte ich den. Aber das, dann würde der Hut da drauf fliegen. Nein. Irgendwas, wie wir noch da rein können. Jetzt hier aber auch keinen Gang oder mehr so. Irgendwie sowas. Ah, warte mal, was ist denn das? Gibt's da bestimmt irgendwas. Da muss da ein Mond drin sein. Was ist das? Aha! Das war der. War da jetzt nur eine Münze drin in dem Ding? Hippel die Hopp im Dschungel. Hoppe die Hopp im Dschungel.
Dschungel ist da. Gibt es da einen Hasen? Hoppeldi-hopp im Dschungel. Bäumen? Hoppeldi-hopp im Dschungel. Hoppeldi-hopp im Dschungel. Hoppeldi-hopp im Dschungel. Waren wir schon, das haben wir alles schon. Den weiß ich nicht, wie man den aufmacht. Das hier ist ja der Dschungel. Was auf den Bäumen oder so? Oder ein Frosch. Ist ja weder. Ist hier weder ein Hasen noch ein Frosch. Hoppeldi-hopp im Dschungel. Komm, wir lassen uns was anzeigen. Okay, ein Hinweis. Auf der Insel. Müssen wir rüberfliegen. Müssen wir zur Insel fliegen. Ah. Oh. Den haben wir. Sonst so? Es fehlen ja auch noch so Münzen. Aber das hier ist doch der Dschungel. Hoppeldi-hopp im Dschungel. Wie kriege ich den Käfig auf? Wäre das nicht so leicht, muss ich sagen. Auf dem Kreuz? Dem Kreuz? Lass mal schauen. Ich glaube, einfach eine Stampfattacke machen. Jo. Da ist der Hase, warte mal. Oh, ich habe ihn gehabt. Ah, hoppeli-hopp im Dschungel. Alles klar. So. Muss ich den da runterlocken oder so? Komme ich jetzt da hoch wieder? Teleportation! Vielleicht, wenn ich denen die Mütze gebe und den irgendwie.
lock den mal hier hin. Dieses Plateau hier. Da oben sind extra so Mauern. Wir fragen nochmal Toad. Aber uns fehlen ja auch noch ein bisschen Währungen, oder? Drei fehlen uns noch irgendwo. Ja, das ist der. Das ist der letzte. Das ist der allerletzte da oben, der. Und Münzen fehlen uns noch. Vielleicht da hinten unten? Ne, da oben waren wir schon drauf. Wie kriegen wir den Typ dazu, dass er das da unten in die Luft jagt? Der eingesperrte Schatz. Müssen wir das von da machen? Warte mal, die eine Kiste räumen wir da noch weg. Kann der denn da runterspringen? Warte mal, wir locken den mal hier rüber. Der fliegt dann geradeaus. Ich weiß nicht wie, Leute. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Irgendwie mit dem Typ. Ah, guck mal hier. Okay, wir haben alle. Können wir im Shop das letzte noch kaufen, wenn wir schon mal gerade davor stehen. Jo. Kaufen wir das. Forgotten Sail. Oder Tail? Oder Eisel. Ah, Eisel steht da. Wird auch Sail heißen. LOL. Der eingesperrte Schatz. Die Typen explodieren, aber die fliegen halt nicht. Fliegen halt nicht da irgendwie gerade runter. Mal hierher. Und hier runter kommt er ja auch nicht, ne? Wie macht man das denn? Kann der nicht nach unten fliegen? Aber das ist der einzige Typ, der hier ist. Wie machen wir das? Ich würde am liebsten irgendwie in der Komplettlösung gerade nachgucken, muss ich ehrlich sagen. Ich mach das mal. Wie heißt er? Mario. Ob es da überhaupt schon Komplettlösung gibt?
Mario Odyssey. Eingesperrter Schatz. Okay, Eurogamer, guck mal, die haben schon Komplettlösungen hier. Bevor wir jetzt ewig daran rummachen. Ein kleiner Kunstschuss. Südlich des Sumpfhügels seht ihr auf dem Baum einen eingesperrten Mond, von zunächst nicht klar ist, wie man befreien soll. Tatsächlich ist die Lösung nicht völlig trivial. Geht zur unteren Ebene des Sumpfhügels zu den Insekten, die Marios Mütze fangen und wild zurückschleudern. Die Kerlchen am südlichen Rand der Ebene wird nun für eure Zwecke eingespannt. Lockt es zum Rand und werft eure Mütze. Wenn ihr mit dem Rücken zum Käfig steht... Ja, also das, wir machen das schon richtig. Aber, und so, warte mal. Also warte mal, ich lese da mal durch. Lockt es zum Rand, werft eure Mütze, wenn ihr mit dem Rücken zum Käfig steht. Der Käfer und Mario Mond müssen eine Linie binden. Macht nun einen Satz nach oben, sobald das Insekt auf euch zugeschossen kommt, sodass es unter dem dicken Klempner hindurch direkt in die Gitterbox saust. Ach, da hinten. Der da hinten. Warte mal. Ah, okay. Ich wusste jetzt nicht, dass die so weit gehen. Ah ja, okay. Guck mal. Dann haben wir das auch gepackt. Easy. So, wie kommen wir jetzt dahin? Ich hoffe, der Käfig ist jetzt noch weg. Jo. Ich hasse dich, Mario. Mario, ich hasse dich. Mann, okay, wir haben es aber gepackt. Dann sind wir hier durch. So, dann können wir jetzt als nächstes in die Stadt gehen. Und da geht's wieder ganz von vorne los. Heidewitzka, Herr Kapitän. Oh, komm, wir fliegen mit dem dahin. So. Meine Güte, guck mal, da muss man sogar in der Lösung nachgucken. Das war eigentlich recht einfach, aber ich habe das mit dem falschen Typ versucht. So, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Palmarillos. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Frag ihn nochmal. Er hat keinen mehr, okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in der Stadt wieder. Bis dahin, stay Pam, mach's gut. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.